Im Auto-Dojo-Account. Ich bin euer Mana wieder und willkommen zurück. Ich weiß, wir sind mit dem Video ein bisschen spät zum Thema, aber Gumi hat uns auch nur wenig Zeit gelassen. Ich zeige euch gleich, worüber wir kurz sprechen. Und zwar das Teil hier. Diese Frühlingsfeier. Diese garantierte 5-Sterne-Beschwörung. Für 5000 Lapis, eine 10 plus 1 Beschwörung, dabei ein Regenbogen, ein goldener garantiert und 10 mal Max-Stufe Kaktor und 5 mal 10% Treue Mokri. Das ist ein so guter Deal, dass wir mit unserem How-to-Dojo-Account beide Beschwörungen machen werden. Wir werden auch später diese Woche den zweiten Satz dieser zwei Beschwörungen machen. Denn wie oft macht man das? Eine 10 plus 1 Beschwörung und man hat keinen Regenbogen drin. Hier bekommen wir welche garantiert. Hier bekommen wir 50% Treue dazu und genug Kaktoren, um eine 7 Sterne von Level 101 auf 120 zu bekommen. Instant. Das ist ein so guter Deal, dass ich Gumi da echt ein Kompliment machen muss. Und ganz genau den werden wir jetzt auch gleich machen. Nachdem wir eine kleine andere Kleinigkeit gemacht haben. Ihr habt den Banner hier garantiert schon gesehen. Freundespunkte Treue Mokri Beschwörung. Kommt relativ selten. Die machen wir natürlich auch. Die ganzen Freundespunkte, die ihr uns schickt, die unsere Freunde uns schicken und die wir als Belohnung bekommen, wenn wir Missionen machen und Freunde mitnehmen. Die ganzen Freundespunkte tauschen wir jetzt gegen Mokris, die nur zu speziellen TMR funktionieren. Da sieht man Bowie Messer, Wissen. Zum Bowie Messer, die Einheit heißt Abel. Den haben wir. Wenn wir die TMR bekommen, indem wir genug von diesen Mokris bekommen, haben wir Verwendung dafür. Jawohl. Und das Gute ist, wir haben ja jetzt diese 1500 Plätze für Mokris, Kaktoren und Gilkröten. Macht diese Beschwörung und sammelt eure FP so lange, bis sie wiederkommt. Das wird euch erstens keinen Platz wegnehmen und zweitens gibt es für die FP leider wenig andere Verwendung, außer ein paar wenige Killerfähigkeiten zu bekommen. Gut, genug hiervon. Der hier. Drückt uns den Daumen. Es werden definitiv zwei 5-Sterne dabei sein. Vielleicht haben wir sogar mehr. Dementsprechend wünsche uns Glück. Ich drück drauf. Ja. Das ganz klassische Anfangsbild, der zwangsweise goldene. Ja, wirklich nur ein 5 Sterne. Ja, Kuya hatten wir bisher tatsächlich noch nicht, ist für uns also neu. Ui! Squall! Ein Finisher, genau wie Cloud. Zum Thema Finishen komme ich in einem zukünftigen Video. Eine starke Einheit. Und das sind die Treue Mokris und die 10 Max-Stufe Kaktoren. Sehr, sehr krasse Geschichte insgesamt. Ja, der Squall wird uns natürlich, weil wir Schaden im Team brauchen, natürlich helfen. Schauen wir, was im zweiten rauskommt. Der Pool an 5 Sternen ist groß. Wir kriegen einen garantiert. Also, auch nur der garantierte. Und trotzdem, gute Deals. Ganz passable 3-Sterne TMR. Und
Okay, also dieser Account ist mit Finisher gesegnet. Dunkelritter Lunef ist ebenfalls im Finisher. Ist schon sehr, sehr witziger Zufall. Ich habe gestern ebenfalls so einen Pull gemacht und ich habe auch Dunkelritter Lunef bekommen. Als den Garantierten. Ist schon witzig. Gut, haben wir das geschafft. Ich verabschiede mich jetzt. Der Carnifex wird die zweite Hälfte des Videos machen. Und zwar am Donnerstag. Jo Freunde, herzlich willkommen zurück. Ich bin Carnifex. Ich bedanke mich recht herzlich bei Mana, dass er den ersten Teil des Frühlingsbanners schon genutzt hat die vergangenen Tage. Ich werde heute den zweiten Teil nutzen, ne? Wir wollen gar nicht lange fackeln. Wir starten direkt durch. Der garantierte Gelbe. Wie gesagt, es ist ja ein garantierter Regenbogen, ein garantierter Gelber dabei. So, wir haben jetzt drei Gelbe und einen Regenbogen. Und Myra. Das gefällt mir natürlich. Das ist eine sehr gute Supporterin. Eine richtig gute Supporterin. Und eine richtig gute TMR hat sie. Gut, das hat sich schon mal definitiv gelohnt. Hauen wir direkt den zweiten raus. Leute, nutzt den, wenn ihr 5000 übrig habt. Es ist wirklich eine super Investition, auch wenn es wirklich nur ein Rainbow gibt. Sarah hat auch einen interessanten Skill, dass sie einen kompletten physischen Schaden, also eine physische Schadensquelle komplett negieren kann. Luca super für Wasserresistenz und Mana-Regeneration, sowas gab es da mal. Ach, die Zwiebelritter-Refi haben wir jetzt auch noch. Das haben wir beide. Nein, weg da. Was hat sie noch mal an TMR? Schmiedstochter erhöht Angriff, wenn mit einem Schwert ausgerüstet und Limitmeter füllt sich schneller. Ist gut, klingt gut, definitiv. Limitmeter füllen ist immer super. So, aber ihr seht dann noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig hier. Ich schmeiß jetzt noch den kostenlosen auf der Dissidia Fire, genau. Dissidia NT Fire. Da nutzen wir auch noch ganz schnell den kostenlosen. Also mit dem hatte ich leider auf meinem Main-Account noch überhaupt kein Glück. War wirklich durch die Bank weg blau. Ryuka. Okay, Ryuka hat ein richtig gutes Schwert. Blitzelementschwert. So. Und da heute der 28. ist, Leute, war es das noch nicht, weil heute gab es ein 5-Sterne-EX-Ticket, welches wir auch sofort benutzen werden. Erstmal noch schnell das 4-Sterne-Ticket schmeißen. Krieger des Lichts. Boah. Ich glaube, der hat schon ein bisschen ausgedient. Aber kann man nach wie vor nutzen, wenn man nichts anderes hat. Und wir nutzen unser 5-Sterne-EX-Ticket. Der schönste Moment des Spiels, wenn ein Regenbogen fällt. Und mal sehen, was drin ist. Ein Imperator. Gut. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich kann nur sagen, er hat eine super TMR. Starb mit 129 Magie und nochmal LP plus 10%. Das ist echt super. Aber zu ihm selber kann ich leider absolut nichts sagen. Aber ich denke, der Mana weiß schon damit was anzufangen. Gut.
Damit haben wir alles beschworen, wir haben alles genutzt. Ich hoffe, ihr konntet den Banner auch nutzen. Ihr habt gute Erfolge erzielen können. In dem Sinne sehen wir uns nächstes Mal mit einem aufgebesserten Account. Ich werde mich hier mit Mana ein bisschen besprechen, was wir nutzen, was für TMR wir holen. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, genug Mogris bekommen, genug Kaktorn bekommen. In dem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut!